Die Haut kann alles selbst. Deshalb so wenig wie möglich von außen und viel Gutes von innen, sagt mein heutiger Gast, Bestseller-Autorin und Dermatologin Jael Adler. Also der erste Schritt ist wirklich, die Haut nur noch mit warmem Wasser und Handtuch zu waschen, morgens und abends. Und dann die Haut eben tatsächlich das bilden lassen, was sie gut kann, nämlich zwei Fettarten. Das eine ist das Fett aus der Oberhaut und dann aus den Talgdrüsen über die Poren kommen die Talgdrüsenfette. Und im Winter sowieso, Achtung, Achtung, wenn man in die Kälte geht mit einer Feuchtigkeitscreme, dann kann die sogar Erfrierung machen. Also wenn überhaupt Feuchtigkeit, dann eher zur Nacht und nicht morgens. Was außer Wasser ist noch gut für unsere Haut? Wie pflegen wir richtig? Was können wir als Patienten tun, um eine möglichst gute Beziehung zu unserem Arzt zu bekommen? Darüber sprechen wir heute Morgen. Herzlich willkommen, Jael Adler. Hallo, guten Morgen. Selten, dass mir Gesprächspartner so früh die Zeit anbieten. Also ich denke, Sie sind wahrscheinlich eher eine Frühaufsteherin. Das stimmt. Ich habe ja eine Sprechstunde normalerweise und es gibt aber immer mal wieder einen Vormittag, den ich für Papierkram oder Gespräche mit Ihnen verwende. Und heute ist ein solcher. Sie haben ein neues Buch, darüber sprechen wir gleich. Erst nochmal zu Ihrem Weltbestseller Hautnah in 33 Sprachen übersetzt. Als ich meinen Freundinnen und Kolleginnen begeistert davon erzählte, deine Haut braucht nur Wasser und nicht mehr, bin ich nicht unbedingt auf grenzenlose Begeisterung gestoßen. Ich kenne diesen Reflex, dass man sagt, aber die Kosmetikerin sagt doch oder die Industrie und die Werbung behauptet. Und es macht außerdem so Spaß und es ist so schön, mich einzucremen. Aber als Hautärztin sehe ich ja jeden Tag Menschen mit Hauterkrankungen und da würde ich sagen, sind 20% davon durch falsche oder übermäßige Pflege. Und wenn man diesen Leidenden sagt, wie es ganz einfach besser gehen kann und sie müssen es ja nur probieren und wie sie sagen, es kostet ja nicht mal was, im Gegenteil, es wird billiger. Und die dann nach 4 Wochen sagen, boah krass, meine Haut ist so viel besser, seit ich nicht mehr Seife, Peele, alkoholische Tinkturen benutze. Und nur noch da Creme, wo die Haut trocken ist und spannt und vielleicht nach 4 Wochen gar nicht mehr, die sind dann natürlich richtig dankbar und happy, weil die Haut nämlich fast alles selber kann. Die ist nämlich eigentlich dazu gemacht, alleine zu existieren. Siehe Steinzeit, wo es ja auch keine Dusche und Waschsubstanzen gab. Und die hatten auch nicht mehr Falten. Das ist ja ein Mythos, dass man mit einer Faltencreme Falten wegbekommt. Also ich kenne ganz viele Menschen mit Falten, die Faltencremes nutzen und es nutzt bei ihnen nichts. Die Haut ist halt bildet Falten in der zweiten Schicht der Haut, in der Lederhaut und da kommt überhaupt keine Creme ran. Eine Creme schafft nur, die oben aufliegende trockene Hornschicht ein bisschen aufzusaften für so ein paar Stunden. Das gelingt auch, vielleicht so 6 Stunden, dann sieht man weniger knittrig aus, aber eben dann nach am nächsten Morgen ist man dann wieder runtergetrocknet und die Falten sieht man wieder. Was aber eigentlich unser Wunsch wäre ja, dass praktisch diese Linien, ne, die baumelnden Partien, die eingefallenen Areale, ja, da wo sich's richtig faltet, das wollen wir ja eigentlich geliftet sehen. Und ein Arzneimittel würde vielleicht gerade schaffen, in diese Schicht zu kommen, wie zum Beispiel eine Cortison oder eine Hormoncreme, aber überhaupt keine Pflegecreme und schon gar nicht diese mit den Wirkstoffen, wie immer so gesagt wird, Coenzym Q10 und was weiß ich, Schneckenkaviar und so. Also das ist alles ein Mythos, aber es dient natürlich dazu, zu verkaufen. Und die Leute hoffen immer, dass sie jetzt endlich das Produkt gefunden haben, was es endlich schafft. Und sie wollen diesen Zug ja auch nicht versäumen. Aber viel besser gegen Falten arbeitet man, indem man präventiv arbeitet, also sich schützt vor den Altersbeschleunigern, nicht raucht, keine ausgedehnte Sonne, kein Solarium, zurückhalten mit Alkohol, Sport machen, Achtung vor Feinstaub, Stress vermeiden, genug schlafen und viele bunte Pflanzenstoffe zu sich nehmen. Das hilft. Und ansonsten ist es eben wirklich etwas, was von innen geht. Also wenn überhaupt, nur durch eine gesunde Ernährung und Lebensstil und nichts, was man aufcremt. Und das kann man sich eben auch sparen. Ich habe auch keine einzige Faltencreme. Also es ist erstaunlich nur, dass man trotz allem mit Hoffnung so viel Geld verdient. Kann. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich meine, das ist ja ein menschalter Traum, ne? Der Jungbrunnen-Effekt. Klar kann man, das ist ein Milliardenmarkt. Ein bisschen traurig ist sozusagen die Botschaft dann, also gerade die Hyaluronsäure, das kennt ja jeder irgendwie, das cremt man sich gern auf die Haut und dann wird immer gesagt, das ist wie so ein Lifting-Effekt. Das ist besonders plusterig. Hyaluronsäure, auch die klein gehäckselten Formen, die niedermolekularen, dringen nur etwas tiefer in die obere Hornschicht ein, aber sie gelangen nicht dahin, wo sie im Laufe des Lebens verloren geht. Und deswegen gehen die Leute ja zum Hautarzt oder zum Schönheitschirurgen und lassen sich das spritzen. Mit der Spritze überwindet man diese
Barriere und legt das in die obere Hautschicht. Aber hier, Achtung, das kann eben auch ganz schnell grotesk sein, wenn da zu viel gemacht wird. Wenn, dann sollte man das nur so mit ganz dünnen Produkten sehr regenerativ machen, aber auf keinen Fall, finde ich jetzt mein persönlicher Geschmack, denken, dass nur weil man sich so aufgespritzt hat, dass man dann irgendwie jünger aussieht. Das geht ganz oft in die Hose und dann haben wir diese Resultate, die wir ja oft auch in den Medien bewundern können, ne? auch in Verbindung mit Botox, wenn die Augenbrauen hoch sausen, die Wangen dick und aufgespritzt sind, die Lippen wulstig sind und sich überhaupt keine Mimik mehr abzeichnet und so ein maskenhaftes Gesicht, das wirkt erst recht alt. Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor. Ich meine, wenn ich meine Mimik nicht mehr so benutzen kann, das macht ja auch was mit mir und mit meiner Wirkung auf andere. Das stimmt. Also es ist so, dass wenn wir in der Kommunikation mit jemandem sind und eine Beziehung aufbauen wollen, dann lesen wir, das ist evolutiv in uns angelegt, natürlich die Mimik, weil die verrät uns ja Geheimnisse, ob das wirklich glaubhaft ist, was der Mensch sagt und verrät uns etwas über die Gefühle des Gegenübers und wir können die dann spiegeln und so schafft man dann quasi nahe zu kommen und eine Partnerschaft zu beginnen und Vertrauen aufzubauen. Und wenn jemand glatt gebügelt, gebotoxt ist und die Mimik nicht mehr zum Gesagten passt und auch nicht zur Situation, dann entwickeln wir so eine Art Misstrauen und finden den komisch oder unsympathisch oder im schlimmsten Fall gibt es auch wirkliche Missverständnisse und Streit. Also das ist durchaus gefährlich und zum anderen ist es so, wenn wir selber auch, also ich meine, ich bin jetzt kein Feind, ich will nur warnen und eben für so ein Maß, da an so ein Maß appellieren. Aber wenn wir selber eben auch gebotoxt sind, zum Beispiel die Zornesfalte, damit wir nicht mehr grimmig gucken, das mag ja hübsch sein, weil man ja dann auch für seine Umwelt immer freundlich aussieht und guckt die anderen nicht mehr so grimmig an. Aber, das haben Wissenschaftler nachgewiesen, wir verlieren auch so ein bisschen die Empathie für andere, die vielleicht gerade zu ihren Melancholischen haben, weil wir das selber nicht mehr abbilden können. Und das, was unser Gehirn irgendwie nicht kann, übersiebt es auch schneller bei anderen. Und da kann es eben wiederum, dass wir uns verhalten wie so ein Elefant im Porzellanladen und die Seele der anderen irgendwie übergehen und missachten. Wahnsinn, was das alles für Auswirkungen hat. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt nochmal ganz kurz zur Haut, weil gerade, wir hatten gerade jetzt vor kurzem so eine Aktion, da viele klagen ja auch über die trockene Haut an den Händen. Und da haben, ach, was haben wir für Tipps gekriegt? Irgendwie nass machen die Hände, dann Babyöl mit Quark einreiben. Das Sie lachen schon. Also ist es, gilt das dann auch für die Hände, dass man da möglichst wenig cremen sollte? Also jetzt in Corona-Zeiten ist das eine Riesenstrapaze für die Hände. Und es ist schon so, wenn man jetzt nicht mehr in der Steinzeit lebt und eben nicht mehr nur seinem eigenen Stamm begegnet, sondern vielen Hunderten und Tausenden Menschen, gerade auch in der Öffentlichkeit, das kann das Immunsystem natürlich schon ein bisschen fordern oder auch überlasten. Hier würde ich natürlich unbedingt dazu raten, gerade in diesen Erkältungs- und Corona-Zeiten die Hände zu waschen, wenn wir vom Einkaufen und von der Bank oder aus den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Ansonsten reicht Händewaschen natürlich auch immer dann, wenn man was essen will oder wenn man aus dem Klo kommt. Ja, also wir müssen aber jetzt nicht zwanghaft werden. Wir wissen alle, dass gerade Corona mehr über die Atemwege transportiert wird, über die Luft und nicht so sehr über die Hände. Und wenn wir die Hände nicht ständig in den Mund stecken und Nägel kauen, dann sind wir eigentlich auch nicht so wahnsinnig gefährdet. Deswegen maßvoller Umgang mit Hygiene ist gut, weil wir immer im Blick haben müssen, die Hände gehen in die Grätsche. Ich habe jeden Tag zig Patienten mit aufgesprungenen, nässenden, schmerzenden, geschwollenen und juckenden Händen, die schon stark verhornt sind, weil das Ganze ja jetzt schon monatelang geht, die das nicht mehr in den Griff kriegen. Und so eine kaputte Handhaut ist natürlich auch schwach in der Abwehr, weil da setzen sich ja erst recht Keime drauf. Und das Problem ist auch, viele gehen ja sich immer die Hände desinfizieren, was ich zum Beispiel für das private Leben überhaupt nicht nötig finde. Also wir Ärzte in der Praxis, wir huschen von Patient zu Patient, damit wir dann nicht immer unsere Hände mit Waschen austrocknen. Wir nehmen dann auch immer nur mal ein Desinfektionsmittel dazwischen, das am besten auch einen Rückfetter enthält, damit die Fette, die durch den Alkohol gelöst werden, gleich wieder auf der Haut quasi festgehalten werden und ein bisschen zurückgepflegt wird. Aber oft ist es so, wenn man in der Öffentlichkeit irgendwo so ein Desinfektionsmittel aus dem Ständer nutzt, da sind gar keine Pflegesubstanzen drin und danach fühlen sich die Hände ja an, also da will man sie gleich abschneiden. Ja, genau. Und das quält, also auch selbst wenn man gesunde Haut hat, quält das. Und viele machen dann auch noch den Fehler, die wollen es noch besser machen, dann desinfizieren die erst, lösen also alle Fette heraus und dann waschen sie, nehmen also eine emulgierende Seife und dann waschen sie diese ganzen herausgelösten Fette ab in die Spüle oder in die Leitung. Und dann kommt das Handekzem postwendend. Und wenn das eben sehr schlimm ist, dann reicht es nicht mehr, seine Waschregeln anzupassen. Und dann reicht es auch nicht mehr, nur mit einer Neurodermitis-Fettsalbe zu pflegen, sondern dann muss es dann auch mal eine Cortisoncreme sein, die der Hautarzt aufschreibt. Und soweit
ist jetzt nicht schlimm, aber so weit sollte es ja möglichst nicht kommen. Auch da gilt, weniger ist mehr. Ist denn für diese trockenen Stellen, die entstehen ja im Winter tatsächlich mehr, weil Sie empfehlen ja zum Beispiel Shea-Butter? Also Shea-Butter ist tatsächlich so eins meiner Lieblingsfette, weil das kommt aus der Karité-Nuss, aus dem Karité-Baum aus Afrika. Mhm. Und das ist ein reines Pflanzenfett, was irgendwie sehr gut verträglich ist. Und die Fette ähneln unseren Hautfetten. Und wenn wir halt eine kaputtgeseifte Barriere haben und wir tragen das auf, dann wird nicht nur ein Schutzfilm draufgelegt, sondern es repariert halt auch. Und das ohne irgendwelche krebserregenden Mineralöle, ohne Duftstoffe, ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe, all das, was sozusagen in vielen also Nicht-Naturprodukten enthalten ist, was der Haut schadet und auch Allergien auslösen kann. Shea-Butter ist aber sehr fett. Das heißt, ich finde das super als Handcreme oder auf trockene Stellen. Wenn man aber so eine Mischhaut hat und man cremt sich das ins Gesicht, dann kann das schon auch mal zu viel des Guten sein. Also wenn man sehr trockene Haut hat, gerne mal probieren, einen dünnen Film an den Stellen, wo die Haut bedürftig ist, in der Tat niemals alles zumatschen. Und wissen Sie einfach nur, es gibt auch manchmal sich trocken anfühlende Stirn- und Nasen- und Wangenhaut, die aber eigentlich das Gegenteil ist. Das haben oft Männer, manchmal auch Frauen, und das nennt man ein fettiges Ekzem. Und das haben viele, die das besonders im Winter bekommen, weil die Sonne fehlt. Die Sonne ist eigentlich ein bisschen antientzündlich, wie so eine Cortisoncreme. Und dann kriegen die plötzlich eine Rötung und eine Schuppung, so in der T-Zone, also Stirn, Nase, rechts und links der Nase bis runter. Manche haben es auch am Bart, manche haben Kopfhautschuppen. Und da gehört eigentlich dann kein Fett drauf, sondern dann müsste man den Hefepilz, der sich da durch Fettfressen vermehrt hat, ein bisschen zurückdrängen mit einer Anti-Hefepilz-Creme oder einem Gott, Gel. Oh Gott, was man alles falsch machen kann. Aber ihr könnten denn jetzt, wenn uns jetzt Menschen zuhören, kann man das denn auch, wenn man jetzt immer eine Feuchtigkeitscreme genommen hat, ja, also so eine einfache am Morgen, machen ja ganz viele Frauen, kann man damit einfach aufhören? Weil Sie sagen ja, die beste Creme produziert unser Körper selbst. Eigentlich schon. Es kann sein, dass man eine gewisse Umstellungszeit braucht, die ist so im Schnitt 4 Wochen. Also der erste Schritt ist wirklich, die Haut nur noch mit warmem Wasser und Handtuch zu waschen, morgens und abends, und etwaige Puder oder Make-up-Reste einfach ins Handtuch zu schmieren. Das macht der Haut nichts, wenn da ein paar Puderpartikel draufbleiben. Die sind durchaus auch beruhigend und antientzündlich. Wenn es ein gutes Produkt ist, kein Problem. Und dann die Haut eben tatsächlich das bilden lassen, was sie gut kann, nämlich 2 Fettarten. Das eine ist das Fett aus der Oberhaut, das sind die Schutzfette. Und dann aus den Talgdrüsen über die Poren kommen die Talgdrüsenfette. Und diese Mischung macht's, die schützt die Haut, die macht quasi einerseits diesen Film auf der Haut und zum anderen schließt es auch Feuchtigkeit ein. Deswegen braucht man eigentlich keine zusätzliche Feuchtigkeitscreme. Und dieses Gleichgewicht stellt sich erst nach 4 Wochen ein. Das heißt, in dieser Übergangsphase empfehle ich den Patienten immer, nur da eincremen, wo die Haut bedürftig ist. Also oft ist das zum Beispiel an den Jochbeinen oder die Lippen. Dann da eincremen und den Rest einfach mal in Ruhe lassen. Und so aufs Hautgefühl achten, wie aufs Bauchgefühl. Und meistens ist das so, nach 4 Wochen ist alles gut und man braucht keine zusätzliche Creme, wenn man eine gesunde Haut hat. Und im Winter sowieso, Achtung, Achtung, wenn man in die Kälte geht mit einer Feuchtigkeitscreme, dann kann die sogar Erfrierungen machen. Also wenn überhaupt Feuchtigkeit, dann eher zur Nacht und nicht morgens. Die ganze Kosmetikindustrie, die mag, also nicht Sie persönlich, aber es kann keine gute Beziehung sein zwischen der Kosmetikindustrie. Und Ihnen, gab es denn schon Drohungen von denen? Nee, ich glaube, ich bin denen wirklich egal, weil das ist so eine große Industrie und so eine machtvolle Industrie, dass denen so ein Stimmchen im lauten Winde ist denen ein bisschen wurscht. Aber ich freue mich halt über jeden einzelnen Patienten und Menschen, den ich erreichen konnte. Und wenn mir dann Leute schreiben, die haben es jetzt in einem meiner Bücher gelesen und die Haut ist von selber abgehalten, sie brauchen ihren Termin quasi nicht mehr, sie kommen nur noch vorbei, um zu zeigen, wie schön das geworden ist, dann bin ich glücklich, weil ich ja, ich will ja helfen und heilen. Tatsächlich, das ist ja die Leidenschaft von uns Ärzten, dann fühlen wir uns glücklich. Und wenn das dann gelingt, dann ist sozusagen jede eingefangene Seele ist sozusagen etwas, was uns schon befriedigt. Aber je mehr Menschen das erreicht, desto besser natürlich. Und ich danke Ihnen, dass Sie mir dabei natürlich auch helfen auf diese Art. Arzt ist Berufung. Für Sie gilt das auf alle Fälle. Also das spüre ich in den Büchern. Das spürt man auch in dem Podcast, den Sie machen. Und die Ärzte, die Sie zum Beispiel dort als Gäste haben, also die sind alle voller Empathie und haben Leidenschaft für ihren Beruf. Aber in dem Buch kommen natürlich auch andere Beispiele vor mit weniger empathischen Ärzten.
Ja, genau. Also ich hatte jetzt als letztes das Buch geschrieben, Wir müssen reden, Frau Doktor, und wollte eigentlich mal was Lustiges schreiben, so über die ärztlichen Macken und Spleens und wie wir so unsere Patienten sehen und was ein toller Patient ist und wie wir finden, dass ein Arzt gut funktioniert. Und da habe ich unter anderem in der Recherche auch einen Podcast dazu gemacht und habe mit wirklich tollen Kollegen darüber gesprochen, ein gleichnamiger Podcast, wie die das so sehen. Und da habe ich schon gemerkt, oh, das sind doch sehr unterschiedliche Ansichten. Und natürlich sind auch solche lustigen Geschichten im Buch, aber als ich Interviews mit Patienten geführt habe, habe ich entsetzliche Geschichten tatsächlich erfahren. Also ich habe traumatisierte Patienten gefunden, die sagen, dass das Schlimmste war, was ihnen im Leben passiert ist, der Kontakt zum Arzt. Und eigentlich ist ja das eine Beziehung, die helfen soll zu heilen und an der Lebensqualität zu arbeiten, eine Perspektive zu geben, Hoffnung zu geben. Und das geht ganz oft schief. Und ich habe dann in dem Buch jetzt dieses Verhältnis auch untersucht. Natürlich mit netten Geschichten, das sind alles echte Geschichten, wie Menschen auch aufgelaufen sind und wie es auch manchmal ihnen das Leben hätte kosten können, hätten sie nicht selber Stärke entwickelt. Und so will ich, dass Menschen, die Patient werden, und das ist ja fast jeder von uns mal, auch wir Ärzte werden ja mal Patienten, dass wir auf Augenhöhe in dieses Verhältnis gehen. Also jetzt nicht fachlich unbedingt, aber menschlich, dass wir selbstbewusst sind, dass wir wissen, was sind unsere Rechte, mit welchen Tricks können wir das Phänomen Arzt nehmen. Also wie ist die richtige Ansprechhaltung? Wie können wir unseren Arzt sozusagen öffnen und ihn daran erinnern, was wir brauchen und was auch unsere ärztliche Verpflichtung ist? Ja. Und so habe ich ein paar Checklisten tatsächlich. Und ich glaube, das ist ein Buch geworden, was am Ende auch Ärzte durchaus lesen können, aber vor allem wirklich ja, Menschen, die Patienten sind oder die auch Angehörige haben, die Patienten sind. Und da sieht man einfach auch, man ist nicht allein und so kann man eine Perspektive haben und so kann es dann doch klappen. Man muss für sich kämpfen, man hat nur dieses eine Leben und diese eine Gesundheit und da darf man auch ein bisschen egoistisch sein. Dieser Perspektivwechsel, und deshalb ist es auch so toll, dieses Buch zu lesen, also für Ärzte sowieso auch, für beide, aber auch für uns Patienten. Also ich will nicht sagen, wie können wir den Arzt um den Finger wickeln, aber ein bisschen ist es schon so. Also wie können wir das Größtmöglichste für uns rausholen aus diesem Arztbesuch? Genau, also es ist so, dass wir nicht von heute auf morgen unser Gesundheitswesen ändern, ne? Das Problem fängt ja schon damit an, dass die Zeiten sehr kurz sind. Es liegt, also 7 Minuten im Schnitt haben wir Sprechzeit mit unserem Arzt. In Schweden sind das übrigens 23 Minuten. Oh. Das liegt aber eben auch daran, dass die Deutschen sehr gerne und sehr viel und sehr oft zum Arzt gehen. Und ich glaube, es wäre besser, wenn man einmal richtig und lang gehen würde, als immer nur so mit Halbinformationen und dann kurz und dann kommt es wieder, wenn die Cortisoncreme abgesetzt ist, kommt das Handekzem, über das wir sprachen, wieder, weil vielleicht der Arzt keine Zeit gehabt hat, uns beizubringen, was wir selber tun können, ne? Also dieses Empowerment ist ganz wichtig, also dass man auch Verantwortung für sich und seine Gesundheit übernehmen kann, um gesund zu werden und nicht die ganze Verantwortung, das ist auch ein wichtiger Tipp, seinem Arzt überbrät, also mündig ist. Ich vergleiche die Patienten-Arzt-Beziehung mit einer Liebespartnerschaft, ohne den libidinösen Anteil. Ja. Aber man merkt tatsächlich, wenn man mit Patienten spricht, was sind denn so die häufigsten Vorwürfe? Und die sagen dann halt ihren Ärzten, wie in einer Liebesbeziehung, du fühlst nicht mit mir, du verstehst mich nicht, nie hast du Zeit für mich, du nervst nur noch, ich vertraue dir nicht mehr und irgendwann sagen sie, ich will die Trennung, ne? Und dann kommt der Arztwechsel. Das heißt zum Beispiel, was kann man tun als Patient? Sich gut auf diesen knappen Termin vorbereiten. Erstens selbstbewusst und partnerschaftlich da reingehen, aber dann zum anderen wirklich seine Medikamentenliste mitbringen, Vorbefunde mitbringen, damit man nicht erst anfangen muss, dann zu suchen. Ich habe gestern eine Patientin gehabt, die ist von weit her gekommen mit einer wirklich sehr komplizierten Vorgeschichte. Sie hat nichts dabei gehabt und das ist natürlich schade, weil ich hätte dann schon mal gucken können, was wurde denn schon an Diagnostik gemacht. Das ist ja auch ein Kostenfaktor fürs System. Ja. Dann sollten Menschen sich informieren über ihre Erkrankung. Googeln ist gar nicht so schlecht, finden 80% der Ärzte durchaus gut, weil das zeigt, oh, da will ja jemand mitarbeiten. Also wirklich verstehen, was man hat, auf seinen Körper achten, vielleicht auch ein Beschwerdetagebuch führen, also wann kommen die Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen, dann hat der Arzt eine Arbeitsgrundlage. Und ich finde es immer super, wenn auch Leute mit so einer kleinen Checkliste kommen, sich Stichpunkte machen, das gleich am Anfang auch sagen in der Sprechstunde, Frau Doktor, ich habe hier heute 5 Punkte, die würde ich gern besprechen und ich lasse dann die Patienten das auch erzählen, ich höre auch zu. Also das heißt, das ist auch etwas, wo wir aufpassen müssen. Wir lassen unsere Patienten oft nur 20 bis 30 Sekunden reden und dann denken wir, wir haben es schon geschnallt als Ärzte und unterbrechen die. Das passiert sehr oft, ja. Das passiert wirklich sehr oft, ja.
Und dann fühlen die Patienten sich ja gar nicht gehört und denken, Mensch, der interessiert sich gar nicht. Also das ist ein super Trick für uns Ärzte, wirklich ein Trick. Der ist aber voller Respekt natürlich auch für das Gegenüber, den Menschen ausreden lassen. Und im Schnitt reden die dann auch nur 90 Sekunden, was ja auch nicht die Welt ist und was immer noch klappt, aber eben was ein ganz tolles Vertrauenspunkt ist. Und ganz wichtig ist vielleicht auch, wenn man eine schwere Diagnose hat, dass man vielleicht nicht alleine geht, sondern dass man sich eine Vertrauensperson auch mitnimmt. 4 Ohren hören mehr als 2. Und manchmal kann es ein Freund oder ein Verwandter sein. Und das finden wir auch ganz gut, weil es wäre ganz gut, wenn man die Diagnose aufschreibt und vielleicht auch Stichpunkte macht, damit man sich nach diesem kurzen Termin, der vollgestopft war, mit Informationen noch erinnert. Aber eine weitere Person kann dabei sehr hilfreich sein und auch eben ein bisschen noch mitfühlen, wenn das, was schade wäre, aber wenn das mal zu kurz kommen sollte. Ja, und ansonsten ist einfach, das ist mir immer wieder wichtig, gucken, dass man mitarbeitet und dass man nicht alles dem Arzt überbrät und sozusagen glaubt, dass man alles auf Krankenkasse kriegt. Es ist wichtig, dass man am Lebensstil arbeitet. Viele Dinge sind Schicksal und Genetik, aber man hat auch vieles selber in der Hand. Und das Fitnessstudio oder der Sport, das kann man auch mal in Eigenverantwortung machen und auf die Ernährung achten und sich vielleicht mal Obst und Gemüse kaufen, auch wenn das jetzt natürlich für manche Menschen schwer ist, aber ne, die Gesundheit ist eben einmalig und es wäre toll, wenn man da sich so behandelt, als wäre man selber jemand, der einem wirklich wichtig ist. Also eine Zusammenarbeit. Wie auch in der Liebesbeziehung. Sich selbst auch. Ja, genau. Und man muss auch mit dem Arzt zusammenarbeiten. Und sie sind sehr empfindsam, auch für den Blick, wie man sich als Patient fühlt. Das finde ich ganz toll, weil es gibt ja gerade, ich habe mir gerade auch so im Vorfeld meine Gedanken gemacht, ich finde gerade beim Hautarzt, bei dem gerade wenn man diese Hautuntersuchung macht, man ist ja nackt, ganz oft. Also es gibt auch die Situation, also ich habe das selber schon erlebt, also ich werde komplett ausgezogen, also ich muss mich ausziehen und dann kommt der Arzt oder die Ärztin herein und die ist komplett angezogen. Oh, das ist überhaupt kein guter Start für eine Beziehung auf Augenhöhe. Das ist ja schon eben die Symbolkraft der Kleidung, der Körpersprache, da ist ja alles schon gestört. Also eigentlich sollte man als Arzt schon wissen, dass da ein Mensch ist vor allem und nicht ein Stück Körper oder eine Diagnose oder eine Nummer und dass dieser Mensch eine Seele und eine Psyche hat. Und dann sagt man auch mal den Namen, also man spricht den Patienten mit dem Namen an und stellt sich vielleicht auch selber vor, dass sie lachen, aber das ist nicht selbstverständlich. Ehrlich? Und das gilt auch in den Notaufnahmen, dass auch dort, auch Pflege sollte immer gucken, man hat es mit Menschen zu tun und man sollte sich vorstellen und auch darauf achten, ein Tisch zum Beispiel kann eine große Barriere sein und Distanz schaffen, dass man sich nah an seinen Patienten setzt, dass vielleicht, wenn man den Luxus hat, ein Mitarbeiter die Dokumentation macht, während man sich nur auf seinen Patienten konzentriert und den anschaut. Das wäre ein Traum, sowas zu organisieren. Und eben, dass man, also ich mache das so bei der Hautkrebsvorsorge, ich sage dann meinem Patienten so, jetzt komme ich mal näher und ich erkläre auch, wie der Ablauf geht, jetzt gucken wir erst den Kopf an, danach den Oberkörper, danach den Unterkörper, zum Schluss den Intimbereich. Sie sind nie komplett entkleidet. Wir machen das etagenweise, dann fühlt man sich nicht so nackt. Ja, das sage ich schön. Tatsächlich. Und sage dann auch, jetzt komme ich näher, also ich übertrete quasi diese Barriere. Und manchmal, wenn die Leute sehr schambesetzt sind, dann geht auch mal ein bisschen Humor. Also ich sage dann immer sehr gerne, keine Diagnose durch die Hose. Und dann lachen die Patienten und ich. Ja. Und die merken halt, das ist so ein Karlauer, den macht die wahrscheinlich bei jedem Patienten. Das schadet aber gar nicht. Eben. Nee, und sie merken eben, das scheint vielen Leuten ein Thema zu sein und es entspannt. Und wenn wir dann gemeinsam lachen, das geht natürlich nicht bei jedem Thema, aber dann verbindet das auch und baut eben auch diesen Stress ab. Ärzte machen anscheinend gerne Witze. Es gibt doch der eine fällt mir gerade ein, der Patient beim Orthopäden. Der Orthopäde sagt zum Patienten, sie hätten sich schon mal die Füße waschen können. Und dann sagt der Patient, hat mein Hausarzt auch gesagt, aber ich wollte eine zweite Meinung einholen. Ja, genau. Das war sehr schön. Ja, aber er meinte es gut. Und er wollte halt auch mal, zeigen, wie es im ungewaschenen Zustand ist, ob das so normal ist. Genau. Genau, also man kann schon viel, aber dafür braucht man, und das ist natürlich, das hat nicht jeder. Das wissen wir alle aus dem Arbeitsleben, privat, Familie. Es gibt eben empathische, sehr empathische Menschen und es gibt wenige empathische Menschen, aber gerade Ärzte, die müssten eigentlich alle Meister in Empathie sein. Ja, und wir haben das also in meiner Generation leider im Studium überhaupt nicht gelernt. Die nachwachsenden Generationen, die üben das schon etwas mehr. Mhm. Aber das sollte eigentlich ein Lehrinhalt jedes Jahr sein. Also muss man auffrischen und trainieren. Ich habe jetzt auch im Rahmen der Buchrecherchen einen Kurs für Arzt-Patienten-Kommunikation an der Uniklinik Nürnberg gemacht. Und da haben wir richtig so Rollenspiele gemacht und haben schwierige Fälle diskutiert, wie so eine Balint-Gruppe. Und es hat den Blick nochmal geöffnet und hat auch gezeigt, dass viele Dinge, die man
hofft, richtig zu machen, vielleicht auch richtig sind, aber die eben ein wissenschaftliches Fundament haben. Und wenn man sich ein bisschen an so Kommunikationsmodelle hält und weiß, wo sind die Fallstricke, dann ist das auch nicht so kraftzehrend. Denn oft ist das ja der Grund, dass die Ärzte einfach sich nicht mit jeder, sagen wir, Neurose oder jeder Angst oder jedem persönlichen Schicksal zu nahe verbinden wollen, weil es uns ja auch menschliche Kraft kostet. Aber es gibt eben Tricks, die gelingen kann, wo man ein guter Partner ist, wo man nah ist und trotzdem eine professionelle Distanz bewahrt, die gut ist für den Patienten, weil wir ihn dann durch den Dschungel bis zur Heilung führen können, aber uns selber eben auch schützt. Aber was ich auch nochmal echt ganz wichtig finde, ist, dass wir Ärzte wertschätzen, was unsere Patienten leisten und auch wertschätzen, wie schwierig manche Situationen sind. Und es kann auch mal sein, dass wir unsere Patienten loben. Wir dürfen auch mal sagen, wie stark sie jetzt gewesen sind, dass sie diese schwierige Therapie durchgestanden haben. Oder auch, ich sage manchmal, Mensch, die haben aber knackige Waden, sie machen offensichtlich Sport. Und es gibt immer etwas Nettes zu sagen. Und ganz, ganz wichtig, und das sehe ich jetzt leider, was in Corona-Zeiten auch schief läuft, es fehlt oft dieses eine Perspektive geben und Hoffnung machen. Also in der Wissenschaftskommunikation, ja, Corona ist die schlimme Krankheit und das Volk ist der Patient. Da wurde halt ganz viel Sachliches und Statistisches gesagt, aber es wurde irgendwie immer ein bisschen so unterschlagen oder viel unterschlagen. Wie kommen wir da raus? Was kann man selber tun? Ne, Lebensstil, wie können wir den Lockdown psychisch auch gut überstehen? Das wäre so wichtig, dass man den Patienten an die Hand nimmt und natürlich an die Verantwortung und in dem Fall Hygieneregeln appelliert, aber eben auch zeigt, wie können wir das meistern, denn das Resultat sehe ich auch jeden Tag in der Praxis. Ich habe teilweise Patienten, die sind gerade schwer depressiv. Oh je. Ich habe einen Kollegen, der mir berichtet hat, wie viele Suizide auch jetzt in Berlin gerade schon auch in der ersten Welle gemessen worden sind. Menschen haben Ängste, zum Arzt zu gehen, weil sie Angst haben vor Infektionen. Also man muss einfach immer wissen, egal was man tut oder nicht tut, es macht etwas mit dem Menschen. Ja. Und nicht jeder kann ist so hart im Nehmen. Und man muss das immer mit im Blick haben, dass man auch auf diese Schwächen in der Seele achtet und die auffängt. Das ist hochinteressant. Also Sie müssten eigentlich da im Team mit dabei sein, bei den Ministerpräsidenten, wenn die sich immer treffen. Und dann nochmal kurz, bevor die an die Öffentlichkeit gehen, sagen, jetzt passt mal auf in der Kommunikation. Weil im Grunde ist es genau das Gleiche, was sie vorhin gesagt hat, in der Beziehung, wie Liebesbeziehung, Arzt-Patient. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass ich Hoffnung mache. Es gibt ja auch Hoffnung. Wir vergessen auch jetzt im Moment, dass wir mehrere Impfstoffe haben. Also das wird alles so hingenommen und wird nur kritisiert, anstatt dass wir mal sagen, hey, das ist doch Wahnsinn, dass wir das geschafft haben. Ja, und nicht nur das. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Labortests zu machen. Die fangen jetzt an. Also ich habe das jetzt schon bei einigen Patienten ausprobiert, bei mir selber übrigens auch. Man kann auch nachweisen, ob man ohne geimpft zu sein vielleicht schon eine zelluläre Immunität entwickelt hat. Also es ist ja so, dass man oft Antikörper bildet, aber übrigens nicht immer. Und wenn die Antikörper verschwunden sind, da waren dann plötzlich alle ganz ratlos. Und dann hat man schon gedacht, ach Mensch, es gibt doch noch einen weiteren Teil des Immunsystems über die T-Lymphozyten, die natürlichen Killerzellen. Jeder kennt auch das Stichwort Gedächtniszellen. Und das kann man jetzt messen. Und siehe da, ich habe eine ganze Reihe Patienten, die da eine zelluläre Immunität aufgebaut haben. Die haben zum Beispiel auch gegen alte Coronaviren, diese klassischeren Erkältungsviren, eine Immunität aufgebaut. Und man nimmt an, dass 80-90% der Menschen gar nicht schwer oder gar nicht erkranken, wenn sie sich mit SARS-CoV-2 infizieren, weil sie schon eine gewisse Kreuz- und Basisimmunität haben. Und das gibt vielen Hoffnung. Also auch gerade welche, die jetzt noch auf die Impfung warten und Ängste haben, da kann man das schon, leider ist das noch teuer. Aber ich will nur sagen, wir müssen nicht nur auf die Freuden der Impfung warten und hoffen, sondern wir dürfen auch wissen, es gibt Immunsystem, das viele von uns sehr, sehr gut schützt. Ne? Und dann, ich finde, das sind einfach weitere Aspekte, die dazukommen. Und dann darf man eben auch sagen, tatsächlich, Vitamin D hilft wirklich und die Darmflora, also E. coli Stammnisle, das ist so ein ganz klassischer probiotischer Bakterienstamm, den wir auch unseren Patienten seit Jahrzehnten geben, um sie immunsystemtechnisch zu stärken. Auch das kann helfen, einen Virusinfekt zu bekämpfen. Und dass so viele alte Menschen betroffen sind, liegt einfach auch daran, dass die Immunsysteme auch altern. Ja, und die sind nicht mehr so stark, ne? Die können nicht mehr so viel abwehren. Genau. Ja. Deshalb, genau. Ja. Also, es ist so spannend. Wie ist es eigentlich als Ärztin, wenn man so viel
weiß, macht einen das sicherer oder hat man dann mehr Angst? Ja, ich bin ja Hypochonderin, also ich bin ja wirklich selber neurotisch und habe ja auch, das war ein Grund, warum ich Medizin studiert habe, weil ich dachte, boah, da lernst du jetzt, wie man für ewige Gesundheit und niemals Tod sorgen kannst mit allen Tricks und Insider-Informationen. Leider habe ich in der Tat dann festgestellt, oh Gott, es gibt so viele Krankheiten, da hast du noch gar nicht davon geahnt, dass es die gibt. Mhm. Es hilft also nicht dagegen, die Hypochondrie zu bekämpfen, da muss man andere Wege gehen. Aber ich glaube, dass ich halt dadurch besonders empathisch bin mit den Leuten, die Ängste haben. Ängste können ja auch ganz schön nervig sein, also gerade auch, wenn sie vielleicht ein bisschen überspitzt sind, wenn sie nicht berechtigt oder irrational sind. Aber man versteht einfach, wie die entstehen und wie ein Mensch sich dann fühlt und kann das auffangen, auch wenn man das jetzt vielleicht selber, also wenn man jetzt Zellulite nicht sehr bedrohlich findet. Es gibt Menschen, die das bedrohlich finden, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Und es bringt ja nichts, dann zu sagen, sie haben nicht recht, das ist alles Quatsch, sondern dann kann man das besser einordnen und jemanden da rausführen vielleicht und eine Perspektive geben. Also so ein Hypochondriker als Arzt, das ist gar nicht so schlecht, weil die können sich einfühlen. Ja, und wir haben natürlich wirklich zu allem eine Diagnose und auch eine Differentialdiagnose parat. Also wir haben ja schon seit Jahrzehnten immer durchdacht, was könnte es denn sonst noch so sein? Also wir haben einen relativ so einen kreativen Algorithmus in uns und außerdem haben wir natürlich auch ein tolles Kollegennetzwerk. Ja, ja, klar. Die man, also kann man alle mal schnell am Wochenende anrufen und davon profitieren auch unsere Patienten. Natürlich, ist ja doch natürlich, klar. Wir klar. Leiten ja. Die dann auch weiter durchaus. Es gibt halt schon auch so ein paar Dinge, also ich finde, wir Ärzte sollen ganz, ganz viel lernen und beachten, aber es gibt eben auch bei Patienten Dinge, die man vielleicht einfach sich mal darüber bewusst werden kann. Also es gibt ja Patienten, die sagen grundsätzlich ja, aber. Und das ist so, es geht so ein bisschen auf Konfrontation und es gibt manchmal, weil Ärzte ja auch Menschen sind, dann so Reaktionen, dass sie dann trotzig werden. Und wenn man das nicht selber merkt, kann man selber sehr schnell verstrickt werden. Ich habe in dem Buch auch eine Geschichte erzählt, wie ich selber meinem eigenen Oberarzt damals in der Ausbildung immer ja, aber gesagt habe. Und der ist irgendwann ausgeflippt. Ich habe immer gesagt, ja, aber warum operieren wir nicht von rechts, sondern von links? Aber ja, aber warum geben wir nicht das Medikament? Und der, Frau Adler, Sie gehen mir so auf die Nerven. Sie sagen immer ja, aber. Und dann war ich total frustriert und dachte, scheiße, ich will doch meine Fragen trotzdem fragen. Und dann habe ich einfach den Trick gemacht. Ich habe immer ja und gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja und, wieso operieren wir nicht von rechts, sondern von links? Und ja und, welches Medikament könnten wir denn sonst so geben? Und dann hat er das Gefühl bekommen, ich inspiriere die Frau Adler. Sie, ja, ich motiviere sie zu fragen. Und nur dieses eine Ja, aber oder Ja und hat ganz viel bewirkt. Ich will nur sagen, auch Worte und wie man sie benutzt, können einen Effekt haben. Und auch daran darf ein Patient in der Situation arbeiten. Also vielleicht nicht direkt konfrontativ, sondern gucken, wie kann man ein bisschen mehr in, ich habe das Gefühl, Sie schauen dauernd in den Computer, können Sie mich mal angucken. Also, dass man das so ein bisschen versucht, zumindest wie in einer Paarbeziehung am Anfang noch über ein angenehmes Gespräch zu lösen, wenn eine Krise da ist. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie es zu diesen höchst verletzenden, auch so empathielosen Kommentaren von Ärzten kommt, wenn es so um schwierige Diagnosen geht? Ich meine, das sind ja nicht alle schlechte Menschen. Da wird es ganz viele Erklärungen geben, sei es, dass sie abgestumpft sind, dass sie die Schicksale nicht mehr persönlich ertragen, dass sie da eben keine professionelle Distanz ausüben können. Es kann aber auch einfach sein, dass sie ihren Beruf verfehlt haben, dass sie vielleicht gut waren als Wissenschaftler im Labor und eben in der Krebsforschung waren und dann plötzlich in den Patientenalltag übergegangen sind und dann Patienten versorgen mussten, wo man sie doch lieber im Labor gelassen hätte. Manchmal denkt man auch, vielleicht ist der Medizinerberuf, den ich übrigens liebe und der großartig ist, aber vielleicht für manche eher so ein Prestige-Ding, vielleicht hatten die sehr gute Noten und dann blieb ja nur noch das zu studieren, vielleicht wäre was anderes besser gewesen. Also es gibt ja so ganz viele Gründe, aber tatsächlich, und das, man versteht es nicht, also die Basisregeln der Menschlichkeit werden da einfach, also die Kommunikation ist ja, wenn die fehlschlägt, wirklich wie ein Kunstfehler und saugt den Patienten jegliche Kraft und reißt ihn den Boden unter den Füßen weg. Mhm. Und davon habe ich tatsächlich furchtbare und viele Geschichten gesammelt. Und eine ist ja zum Beispiel, und das liegt eben nicht an dem Gesundheitssystem, eine Geschichte ist ja gleich am Anfang die eines ärztlichen Kollegen, Markus, der als Anfang 50-jähriger Familienvater von drei schulpflichtigen Kindern ein hochaggressives Prostatakarzinom entwickelt hat, das sozusagen innerhalb von 4 bis 6 Monaten von null auf durch die Kapsel durchgebrochen und nicht mehr operabel sich verändert hat. Und damit ist er in die Uniklinik, in die Onkologie gegangen und dort hat man ihm gesagt, sie kriegen keine Therapie, sie passen nicht in diese wissenschaftlichen Leitlinien, die vorgeben, welche Therapien sinnvoll sind. Jetzt gehen sie mal sterben, in einem Jahr sind sie tot. Oh. Und er ist Arzt,
Er ist privat versichert und seine Frau ist auch noch Ärztin, also eine Konstellation, wo man ja eigentlich denken würde, naja, bei denen wird das schon immer klappen. Nee, ne? Also das hat eben nichts mit, so ist es. Und da, das ist eindeutig ein menschliches Versagen der Ärzte und davon gibt es viele Geschichten. Die schöne Nachricht an dieser Geschichte ist, dieser Patient, also es sind alles echte Menschen, die ich kenne, die mir ihre Geschichten geschenkt haben für das Buch. Dieser Mensch hat das Jahr sehr gut überlebt. Er lebt jetzt schon über 2 Jahre und er hat auch keinen Rückfall, denn seine Frau hat ihm geholfen in diesem Zustand des freien Falls. Die hat mehrere Ärzte gesucht, bis sie endlich eine Klinik gefunden hat, die bereit waren, ihm eine Chemotherapie zu geben. Das war die Uniklinik nicht. Sie haben ihm eine Hormontherapie gegeben, er hat Bestrahlung bekommen. Und nun gilt er, hoffentlich möge es immer so bleiben, als geheilt. Wahnsinn. Hätte er das nicht gemacht, diesen Kampf, und das ist halt eben kaum vorstellbar, dass das ein medizinischer Laie schaffen würde. Aber es ist eben eine Aufforderung, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, suchen Sie Hilfe, gehen Sie zu Selbsthilfegruppen, zu Krankenkassen, lassen Sie nicht locker. Zweite Meinung einholen. Zweite Meinung, dritte Meinung. Sie hat ihm das Leben gerettet. Und das ist eben auch ganz wichtig. Es kann sein, dass man in einem System ja zwischen die Stühle gerät, rausfällt, aber ich will eben appellieren, dass man selber für sich kämpft. Ja, das ist auch wirklich, deshalb ist auch das Buch so gut, auch, dass man mal sieht, wie, mit was haben die Ärzte alles zu kämpfen, auch mit dieser ganzen Abrechnung. Es ist keine Angst, es ist sehr anschaulich geschildert, aber ich habe zum Beispiel auch einige Dinge verstanden. Wie viel Bürokratie Ärztinnen und Ärzte haben, das ist auch nicht so einfach. Und wir haben es auch, wir sind ja so, BWL haben wir ja nicht studiert. Nee. So, wir hätten BWL studiert, ne? Ja. Wir sind da wirklich richtig ungeschickt ganz oft. Ja. Und es quält uns schrecklich. Wir wollen ja eigentlich nur heilen, also viele von uns. Ja. Und soll man nicht jammern, aber es ist eben erklärend und auch, dass das gesetzliche Kassensystem dazu führt, dass Leute, die im Quartal eben mehrmals kommen, dass das dann quasi umsonst ist. Also der Arzt kriegt dafür kein Honorar. Und natürlich ist so das manchmal auch demotivierend. Und es geht um die Mischung, ne? Viele Ärzte brauchen tatsächlich Privatpatienten, um ihre Kosten auch zu decken. Und es ist tatsächlich suboptimal, dass es auch sehr viele wirtschaftliche Fehlanreize im System gibt, weshalb es besonders wichtig wird, gerade zum Beispiel bei einer Hüftoperation, Endoprothese oder bei der Knieoperation wirklich eine zweite Meinung einzuholen, weil man doch hier und da das Gefühl hat, Krankenhäuser entscheiden das oder medizinische Einrichtungen, weil das einfach lukrativ ist und bezahlt wird und nicht, weil es vielleicht unbedingt nötig ist. Vielleicht hätte es auch Pilates und Abnehmen getan, jetzt mal überspitzt gesagt. Ja? Aber da sieht man halt, wie alle sehen und wir spüren das, es muss sich da schon was ändern im Gesundheitssystem. Es ist zum Beispiel auch schade, ich verstehe das, weil zum Beispiel Ärzte brauchen Privatpatienten im Moment in Form dieser Abrechnung, um überhaupt die anderen behandeln zu können, weil Privatpatienten, Sie korrigieren mich, falls ich da was Falsches sage, werden nicht mit Budget berechnet. Und Sie haben mehr Freiheit und es wird eben zum Beispiel auch ein Bauchultraschall viel besser bezahlt, obwohl es der gleiche Bauchultraschall ist, als wenn es ein Kassenpatient ist. Und das ist ja in der Natur der Sache, dass das dann gefühlt und auch in der Realität nicht immer gerecht zugeht. Und eigentlich ist das, was man verbessern muss, aber im Gesundheitswesen, und das ist nicht eine Sache der jetzigen Regierung, das ist ja ein jahrzehntelanges Problem, das ist ja verschleppt und das kann man eben nicht sehr, sehr schnell auflösen, auch wenn das unser Wunsch wäre. Es fängt ja jetzt auch schon an mit der Pflege, die stirbt aus, weil einfach das so unattraktiv geworden ist, dieser Beruf hinsichtlich Bezahlung, hinsichtlich Entwicklungsmöglichkeiten, auch dass so viele, dass einfach Stellen gestrichen worden sind, dass das quasi übermenschlich ist, die Belastung. Also schon da brauchen wir eine Veränderung und es geht eben nicht darum, dass man das Geld immer nur umverteilt, wie eine Tischdecke, die man von der einen zur anderen Seite zieht. Irgendwo fehlt es dann immer. Also eine Reform ist natürlich dringend nötig und müsste jetzt und wird sicherlich jetzt auch in kleinen Schritten angegangen. Aber ob wir uns einig sind über das Ziel, das bezweifle ich halt, ne? Und es ist halt auch zum Beispiel schade, also dass ich kenne nicht nur Sie, ich kenne viele Ärzte und Ärztinnen, die nur noch Privatpatienten behandeln. Sie haben ja auch eine Privatpraxis in Berlin. Und es ist ja schade, weil natürlich ist das für den einen oder also wer jetzt Kassenpatient ist, ich bin auch Kassenpatientin. Also man kann wahrscheinlich das dann privat bezahlen bei Ihnen, aber es kann nicht jeder so einfach zu Ihnen kommen, was ja total schade ist. Ja, es ist auch so und das gebe ich Ihnen völlig recht und es ist mir auch sehr bewusst. Und ich erkläre das so, weil ich habe in der Kassenpraxis gearbeitet und habe gesehen, dass ich in 3 bis 5 Minuten keine gute Dermatologie betreiben kann. Ich bewundere jeden Kollegen, der das schafft, in der Kürze der Zeit alles unterzubringen. Ich aber kann das nicht. Ich gucke mir halt
immer den Menschen auch sehr ganzheitlich an, weil ich weiß, dass die Haut ein Netzwerkorgan ist, die hängt mit der Umwelt zusammen, mit unseren Mitmenschen, hängt zusammen mit Sexualität, mit Psyche, mit Darmflora, mit Hormonen, mit Mikronährstoffen, mit Nervensystem, mit Lebensstil. Und ich gucke mir das gerne an und ich sehe mich manchmal als Lotse, also es steht ja quasi auch selbstzahlende Kassenpatienten frei zu kommen. Ich weiß, das kann sich leider nicht jeder leisten, aber da sehe ich mich als Lotse. Also ich mache da eine Beratung und sag, wie könnte es denn für diesen Menschen im Kassensystem weitergehen? Welche Schritte kann der jetzt gehen? Dieser Leberfleck kann ein Kassenleberfleck sein, das muss ich dann ja nicht auf privat machen. Also das ist sozusagen mein Deal. Und das andere, was ich mache mit meiner Medizinkommunikation, gebe ich ganz viel meines in Anführungsstrichelchen Herrschaftswissen raus und nehme dafür auch kein Geld oder so, sondern freue mich, wenn ich diese Erkenntnisse mit Menschen quasi teile, ja, und die so ein bisschen um sich sorgen können. Und da sozusagen versuche ich das zu kompensieren, was mir völlig bewusst ist, was wirklich Mist ist. Aber es ist mir tatsächlich nicht geglückt. Ich habe das nicht hingekriegt, ich wäre daran kaputt gegangen, in 5 Minuten eine Neurodermitis oder eine Schuppenflechte, also eine chronische Ganzkörpererkrankung zu besprechen und zu behandeln. Das ist mir nicht geglückt. Alleine die Ganzkörperuntersuchung dauert schon länger als ein ganzer Termin für mich. Und deswegen konnte ich so nicht arbeiten. Aber ich höre das von ganz vielen, weil vielleicht denken einige Zuhörer jetzt, dass Ärzte, die nur Privatpatienten behandeln wollen, möglichst viel Geld verdienen. Ich kenne ganz viele, gerade sehr empathische Ärzte, die, wie Sie, in dem anderen System einfach zugrunde gegangen sind oder gewähren und sich deshalb entschlossen haben, einfach in ein anderes System überzuwechseln, auch um selbst zu überleben, um dem Beruf gerecht zu werden. Ja, das stimmt und das ist sehr schade und das wäre etwas, also so, dass es eine einheitliche Versicherung mit längeren Terminmöglichkeiten gäbe, das wäre natürlich doch ein Traum. Ja, ja. Ach, das ist, finde ich auch. Kommt es irgendwann mal nochmal oder haben Sie die Hoffnung aufgegeben? Weil ich glaube, seit ich denken kann, ich glaube, das ist seit 30 Jahren schon Thema mit der Gesundheit. Naja, das sind halt wie immer sehr, sehr viele Interessen, Leute, die im System mitspielen und ich habe keine Ahnung, ich bin keine Politikerin, ob das gelingen kann. Ich fürchte wahrscheinlich erstmal absehbar nicht. Umso wichtiger ist es, in diesem System trotzdem zu überleben und durchzukommen. Ja. Mhm. Und dafür ist tatsächlich das Buch. Also das ist ja jetzt, wir wollen jetzt nicht traurig sein, dass alles mies ist. Wir wollen gucken, wie können wir es trotzdem optimal nutzen. Und man darf ja auch nicht vergessen, also jetzt gerade in der Corona-Zeit, im Vergleich zu anderen Ländern, wir stehen ja gut da. Absolut. Also ich weiß von vielen Ländern, die sagen, Mensch, wie toll in Deutschland, das hätte ich auch gern. Und es ist ja schon so, dass man als Kassenpatient im Notfall und auch bei schwerwiegenden Erkrankungen schon sehr gut behandelt wird mit den ganzen modernen Methoden. Operationstechniken sind ausgefeilt, man kriegt alle Medikamente. Also es ist schon toll. Also wenn es hart auf hart kommt, sind wir sicherlich alle sehr gut versorgt. Trotzdem nochmal, wenn die Kommunikation nicht stimmt, dann ist eben die Hälfte gut und die andere Hälfte, die muss ich noch verbessern. Denn für mich ist eine gute Beziehung tatsächlich ein ganz wichtiges Heilinstrument. Ja, also das Asklepios sagte ja auch, heile zuerst mit dem Wort, dann mit der Arznei und zum Schluss mit dem Messer. Und also jetzt, ja, frei zitiert, aber das ist es im Grunde. Das heißt, es fängt alles erstmal an mit der menschlichen Beziehung, die baut Stress ab, die gibt mir Perspektive, die beruhigt das Immunsystem, die macht einen stark, also so, dass man eben das Immunsystem zum Heilen benutzen kann, weil das Stresshormon Cortisol abgebaut ist, wenn wir eine gute, vertrauensvolle Beziehung haben. Und dann sind wir als Patienten natürlich auch motivierter, eine vielleicht schwierige Therapie durchzustehen, wenn wir einen Arzt haben, der sagt, schau mal, ich nehme dich an die Hand, ich helfe auf diesem harten, steinigen Weg. Und das ist ja bewiesen. Also wenn ein Arzt, wenn der Vertrauen aufbaut zum Patienten, dann kann das viel besser wirken, das Medikament. Ja, oder also es ist oft so, dass es ein bisschen wie in der Werbung ist, dass einfach nur positive Worte gehört werden von unserem Gehirn. Also wenn ich jetzt sage, entspannt, vorsichtig, sanft. Oh, wie also, schön. Ja, schon geht's mir gut. Dann geht's dem Patienten gut. Wenn ich sag, jetzt legen Sie sich mal hin, jetzt piekse ich Sie oder jetzt tut's mal weh, dann hört der wehtun. Und wenn ich aber die anderen Worte in diesem Kontext benutze, es kann dieselbe Situation sein, ich gebe eine Betäubung, ich gebe Ihnen das jetzt sanft
Achtung, ja, so, dann ist das ein bisschen wie in der Werbung, das ist wie ein Framing oder ein Priming, also tatsächlich das Gehirn ein bisschen umpolen und mit positiven Worten schafft man tatsächlich ein besseres Gefühl und baut Stress ab, obwohl man inhaltlich dasselbe gesagt hat. Und das ist ja das Problem, wenn wir eine Aufklärung machen, eine OP-Aufklärung, und da sagen wir all diese schrecklichen Dinge. Sie können bluten, sie können das Organ verlieren, sie können Infektionen kriegen, sie können sterben. Das ist natürlich genau das Gegenteil. Also man muss das unbedingt wieder auflösen, muss sagen, aber es geht in der Regel wirklich gut und den Patienten geht's gut. Und aus meiner Erfahrung heraus ist das dann wirklich die optimale Lösung. Und dann können sie wieder am Leben teilnehmen oder was auch immer. Also man muss das dann schon irgendwie wieder auffangen. Einfach, weil es so ein wahnsinnig, wie Sie sagen, es hat einen Effekt aufs Gehirn. Das ist total richtig. Und es ist auch, ich denke ja sofort an meine Mutter, weil, also bei der, ich kann das immer so beobachten, also nur ein Adjektiv, ein Wort, ein Arzt, der ihr über die Hand streicht und schon habe ich das Gefühl, die wird gesund. Genau, ja. Und das muss man als Arzt, das muss man sich bewusst machen. Und ich meine, für Patienten ist auch nochmal vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis, es gibt ja, wir hatten ja über Dinge gesprochen, die man vermeiden oder die man tun könnte. Was jetzt nicht so gut funktioniert, ist, wenn man mit seinem Arzt so ihn testen will, also so eine Art Quizshow macht. Jetzt, man geht zum Zahnarzt und sagt, jetzt sagen Sie mir, wo es weh tut, ne? Wenn der Arzt fragt, wo tut es denn weh? Also schon so ein bisschen mitarbeiten ist eine gute Sache. Auch gut wäre, keine Geschichten vom Pferd zu erzählen, also schon auch sagen, warum man eine Therapie nicht machen will oder warum sie nicht geklappt hat. Denn sonst hat man ja als Arzt nicht die Möglichkeit, darauf einzugehen. Und es ist auch gut, wenn man seine Geschichte erzählt, nicht komplett auszuufern und auszuschweifen und kein Drehbuch zu erzählen, sondern schon versuchen, ein bisschen stringent zu bleiben. Nachfragen sind ja vom Arzt auch dann jederzeit möglich. Und ganz wichtig eben, weil wir gerade über das wichtige Thema Berührung, Zuwendung, soziale Verbindung zum Arzt gesprochen haben, dass man trotzdem nicht aus Langeweile oder aus Einsamkeit zum Arzt geht. Es wäre schön, wenn in unserer Gesellschaft mehr soziale Angebote wären, dass man da Kontakte hat, dass man das nicht in der Arztpraxis erledigen muss. Denn das nimmt natürlich anderen Patienten den Termin weg. Das tut einem manchmal weh. Und wir haben ja auch manchmal Menschen, wo es einfach nur um diesen seelischen, um diese Streicheleinheiten geht. Ja. Aber das wäre toll, wenn das ebenfalls im Rahmen der großen Gesundheitsreform mitgelöst werden könnte. Stimmt, das ist sozusagen. Wir sind ja schon am Arbeiten, ne? Wir haben schon ein paar Ideen, wohin es gehen könnte. Ja, und es gibt auch so chronische Arztgänger, die gehen halt Montag zum einen Arzt, Dienstag zum anderen Arzt, Mittwoch zur Massage und dann zur Physiotherapie. Also, dass man auch da so ein bisschen guckt, muss das sein. Und wenn es dann aber sein muss, dann finde ich, muss das volle Programm laufen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Also wir bekommen in der Not geholfen und wir müssen auch dafür sorgen, dass es weiter bestehen kann. Und deshalb muss man auch manche Dinge dann auch akzeptieren, selbst zu bezahlen. Ne? Also da ja viel bezahlt wird, also ich meine, wenn man es kann, ja. Und trotzdem nochmal, es wird ja viel, viel bezahlt hier, aber eben gibt Dinge, wo da kann man noch ein bisschen nachjustieren. Das stimmt schon. Sie sind, es gibt ja auch so Diskussion, soll der Arzt einem in Freizeitkleidung gegenübertreten? Ich habe aus Ihrem Buch gelernt, Orthopäden scheinen, habe ich es mir noch nicht so aufgefallen, scheinen gerne Poloshirts zu tragen. Aber Sie, Frau Adler, Sie tragen ganz gerne Ihren weißen Kittel. Der weiße Kittel, ja. Also es ist schon so, dass man auch da, es ist vielleicht ein Placebo-Effekt. Also das ist ein Symbol und die Patienten lieben das und die erwarten das. Und ich merke einfach, dass ich viel ernster genommen werde, wenn ich mit dem weißen Kittel da sitze, als wenn ich mein Sweatshirt anhabe oder normales T-Shirt. Ja. Also das ist schon so ein Klassiker und es hat auch vielleicht ein bisschen was mit Hygiene zu tun, wobei es gibt ja auch Untersuchungen aus Israel, die haben alarmierende Zahlen veröffentlicht. 60% der Arztkittel, die sie im Labor untersucht haben, die haben gefährliche Krankenhauskeime getragen, also auch multiresistente. Das ist ja nicht so schön. Aber deshalb tragen Kurzärmelige, ist dann besser zu tragen wahrscheinlich. Genau, Kurzärmelige, die sehen dann halt wieder nicht so stilvoll aus und ich denke so der Dino-Arzt, also der klassische Chefarzt, der findet seinen Kittel schon ganz schön toll. Also mit wehendem Kittel über die Flure zu laufen. Ja. Oh, ja. Aber ich habe mich tatsächlich als Kittelträgerin geoutet. Und ich habe das Gefühl, Kittel wirkt. Ja, nee, ich glaube auch. Und es kommt ja auch immer drauf an, wer oben aus dem Kittel rausschaut, ob derjenige lächelt, diejenige. Und dann, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und man muss auch nicht immer sich überlegen, oder? Es ist, hilft das auch beim Anziehen? Also man hat halt einfach, man ist immer gut, klar. Ne? Man ist immer gut angezogen. Man ist immer gut gekleidet. Wobei, ich muss Ihnen sagen, so diese weißen Hosen und der weiße Kittel strecken nicht gerade. Also man sieht immer ein bisschen umfangreicher aus. Ja. Ja, stimmt. Schwarz wäre besser da, ne, für die Figur. Ne, würde besser, ja. Aber ich habe Ihr Bilder von Ihnen gesehen. Ich finde, also Ihnen steht der Kittel ganz toll. Das ist ganz nett, Dankeschön.
Wie muss ich mir das eigentlich, ich meine, Sie sind ja wirklich aus Berufung Ärztin geworden, das habe ich jetzt noch gar nicht nochmal wieder erwähnt, aber der Großvater war ein Hautarzt, auch aus Berufung, und Ihr Mann ist Zahnarzt, Elio, und ja. wie muss ich mir das dann vorstellen bei euch zu Hause? Mann ist Zahnarzt, Sie haben zwei Söhne, also werden die dann ständig kontrolliert? So, also ja. Der Papa guckt nach den Zähnen, hey, du musst heute Mittag zu mir kommen, und die Mama guckt ja. An der Haut, weil sie erkennen ja über die Haut alles, was man denkt sozusagen. Ja, vor allem viel schlimmer ist, ich bin ja Ernährungsmedizinerin das auch. Das auch noch, ne? Ja, ich weiß, oh mein Gott. Und dann hat irgendwann einer unserer Söhne gesagt, oh Mann, was ist das für ein Schicksal, Mama Ernährungsmedizinerin, Papa Zahnarzt, wir dürfen echt nichts Ungesundes essen. Machen sie natürlich trotzdem, aber ja klar, wir reden sehr viel über Medizin, aber ich hoffe, dass die Begeisterung für den Beruf auch überspringt. Aber Sie gehen natürlich auch zu Ihrem Mann, ne? Klar, natürlich. Ja, also zur Prophylaxe gehe ich immer, oder wenn ich ein Knirschchenchen brauche, Löcher habe ich Gott sei Dank noch keine. Sie haben doch keine Löcher. Nee. Das ist so toll. Hab ich Glück. Ja, sie haben wir. Es gibt natürlich auch eine genetische Veranlagung, habe ich gerade irgendwie in der Untersuchung gelesen. Also trotz allem hat man auf ihre Zähne anscheinend immer geachtet, die Eltern. Ja, das wird auch eben so eine Gemengelage aus Lebensstil und auch Veranlagung sein. Absolut, sehe ich auch so. Dafür knirsche ich, wie gesagt. Also das ist auch nicht schön, aber gut, jeder hat seinen Ballast. Da bin ich froh. Aber ansonsten, ich glaube, was wünscht man einer Hypochonderin? Bleiben Sie gesund? Aber Sie glauben es ja nicht wahrscheinlich, oder? Also es ist schon so, dass ich natürlich Vorsorgeuntersuchungen ganz schön sinnvoll finde und sie auch empfehle und natürlich auch selber hingehe, meinen Patienten empfehle, selber hingehe, immer voller Angst, dass irgendwas gefunden wird. Aber wenn ich jetzt das so übersehe, und ich bin schon viele Jahre Ärztin, sehe ich, auch wenn was gefunden wird, wenn man es rechtzeitig findet, kann man es sehr oft heilen und hat danach wieder ein ganz normales oder ein lebenswertes Leben. Und auch wenn es schwierig ist, aber da kann ich echt nur appellieren, Darmkrebsvorsorge, Frauenarzt, alle Checks, Hautscreening, alle Check-ups annehmen, die es gibt, auch auf Kasse, also mal Blutcheck, mal Organe checken. Also lieber einmal dann doch, also wenn man wirklich eine Sorge hat, auch mehr zum Arzt gehen als zu wenig. Nicht wie jetzt in Corona-Zeiten, wo Leute aus Angst vor Corona zu Hause bleiben. Auch hier erzählen mir die Kollegen, wie sie schwerwiegendste Krankheitsbilder jetzt sehen, die teilweise dann auch tödlich enden, weil die Leute zu spät gekommen sind aus Angst, dass sie sich was im Krankenhaus holen. Ja. Und das muss unbedingt vermieden werden. Das ist eine ernste Diagnose, Covid, aber es ist nicht die Diagnose der Diagnosen. Es gibt ganz viele ernste Diagnosen und das darf man nicht aus den Augen verlieren. Was ich aber gerade ganz toll finde, was Sie gerade gesagt haben, der Kopf, der aus dem Kittel rausguckt und lächelt, das ist auch eine Erkenntnis aus meinem Buch. Lächeln kostet nichts. Es ist immer kostenlos. Es ist keine Belastung des Systems und es kostet auch keine Zeit. Und das wäre eigentlich das Wichtigste, dass wir Ärzte und auch das Pflegepersonal und alle, die so im Gesundheitswesen arbeiten, wissen, welche große Macht ein aufmunterndes Lächeln hat und welchen großen, ja, große Bedeutung fürs Heilen. Wahnsinn, ne? Und nicht nur beim Arzt. Ich muss sagen, allgemein. Und es muss, habe ich auch bei Ihnen im Buch gelesen, es muss echt sein, weil wir spüren ein unechtes Lächeln, das ich auch unglaublich faszinierend finde. Ja, das stimmt. Also wenn man jetzt auch ein gebotoxtes Lächeln oder so ein gequältes, künstliches Lächeln, das merkt das Gegenüber sofort. Also man darf seinem Gefühl, dass wenn irgendwas zu lächeln da ist, also volle Aufmerksamkeit schenken und das auch dann so rauslassen. Ja. Und da sind auch die Lachfältchen, die ja jetzt als Krähenfüße bezeichnet werden, was ja so ein bisschen abwertend ist, was man wegmachen, weglasern oder wegbotoxen muss. Das gehört ja dann dazu, dass die Augen eben mitlachen, ne? Auf jeden Fall. Es ist auch nicht so, dass Falten irgendwie hässlich sind. Sie gehören eben zum Leben dazu. Sie erzählen eine Geschichte. Sie kommen auf jeden Fall, auch wenn man noch so zwanghaft und wahnhaft dagegen anarbeitet. Ja. Und es ist einfach auch eine Erfindung der Industrie. Die wollen viel Botox verkaufen und die haben dann quasi Diagnosen erfunden für diese Falten. Da gibt es nicht nur die Krähenfüße, also das, was an den Augen seitlich runtergeht beim Lachen, sondern da gibt es die Stirnfalten, das sind die Sorgenfalten. Dann gibt es diese senkrechten, die Zornesfalten. Und die Mundfalten, habe ich gehört, gibt es auch, ne? Diese Marionetten oder auch Plissé-Falten. Oh Gott. Dann gibt es die Hasenlinien auf der Nase und dann gibt es den Truthahnhals. Also das ist alles extrem uncharmant und klar, wenn man das dann hört, dann muss man das natürlich wegbehandeln oder auch das Pflastersteinkinn.
Was ist denn das? Ein Pflastersteinkinn? Was ist das? Na, wenn die Muskulatur am Kinn auf eine gewisse Art arbeitet, dann kann es so wellig werden. So ein bisschen wie Orangenhaut sieht das dann okay. aus. Okay. Oder auch das Gummy-Smile, wo man dann sagt, naja, das Zahnfleisch darf auf keinen Fall beim Lachen rausgucken. Also da werden Menschen schon Diagnosen eingeredet, die ja. keine sind. Mhm. Und das führt eben auch zu diesem Wahn, dass jetzt auch alles machbar ist und dass man auch unbedingt auch alles machen müsse, sonst ist man nichts wert, dann kommt das zu diesen fotogeshoppten, ewig glücklichen Menschen in den sozialen Medien und so gibt es so eine kollektive narzisstische Persönlichkeitsstörung, die wiederum ganz viele Menschen extrem unter Druck setzt, zu Depressionen führt und zu Frust. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Gut, dass Sie das jetzt noch am Ende gesagt haben, weil wer, wenn nicht Sie als Hautärztin, die schon den einen oder anderen Körper gesehen hat, so wie Gott ihn geschaffen hat, weiß, und es ist, sagen Sie ja, jeder Körper ist schön so, wie er ist. Und es gibt so viele verschiedene Körper. Und ich wäre sehr dankbar, dass jeder das spürt, dass es toll ist, einen Körper zu haben, der einen durchs Leben trägt, der funktioniert. Denn spätestens, wenn man eine Krankheit hat, dann sind einem diese Schönheitsthemen plötzlich völlig egal. Also ein bisschen Dankbarkeit und Demut würde uns allen gut stehen und froh sein, dass wir irgendwie teilnehmen können am Leben, solange es geht. Und hier spricht die Hypochonderin. Die aber den Körper über alles liebt, glaube ich, oder? Und dessen ja. Fähigkeit, das spürt man. Es soll mehr so Ärzte geben wie Sie, Frau Adler, auch wenn Sie Hypochondrin sind. Leider, haben Sie denn hier noch Verwandte? Weil wir sind ja hier in Hessen, weil Sie sind ja in Frankfurt geboren. Gibt es jemanden, einen alten Lehrer, den Sie grüßen wollen oder irgendwie Freunde, also Verwandte, die noch hier leben? Ich habe tatsächlich noch Freunde und einer davon ist Uwe Becker, das ist Ihr Bürgermeister. Mit dem bin ich ganz verbunden, der ist auch öfter in Berlin. Ach, ja. Und der fährt mich immer durch das sich wandelnde Frankfurt und zeigt mir die Stadt immer mal wieder, jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nicht. Aber natürlich bin ich noch sehr, sehr nah mit dieser Stadt, da bin ich aufgewachsen, da habe ich studiert und da habe ich auch noch einige Freunde. Mhm. Das ist schön und wir freuen uns auf die Zeit, wenn Sie mal wieder hierher kommen können, vielleicht dann auch einen Studiobesuch und bleiben Sie gesund. Ich bedanke mich sehr, es war ganz toll, mit Ihnen zu sprechen. Ich glaube, wir beenden das Gespräch mit einem gemeinsamen Lächeln, auch wenn wir nicht zusammen sind. Ja, ja. Das stimmt. Alles Gute, alles Dank. Liebe, vielen, vielen Dank. Es ist schön, dass Sie bei unserem Podcast mit dabei waren. Jede Woche gibt es spannende Gäste und Gespräche, die hoffentlich nachhallen. Sie können den Podcast abonnieren oder einzelne hören, überall da, wo es Podcasts gibt. Oder wir hören uns ganz einfach bei Silvia am Sonntag im Radio. Jeden Sonntag zwischen 9 und 12.